Und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Juarez. Willst du da nach oben fallen, Bruder? Kurz mal nachladen, würde ich sagen. Aua. Ja, aber wirklich schnell, Alter. Brennt hier auf einmal. Habe ich Ton? Ja, habe ich. Okay. Ehre. Freunde, das sieht nicht so gut aus, ne? Ray, tritt die Tür ein. F zum Aufbrechen. Wir kommen aus dem Saloon. In Ordnung. Jetzt müssen wir ein paar Pferde finden. Ja, hier findest du bestimmt ein paar Pferde. Die ganze Stadt wird uns aufknüpfen. Musstest du ihn so provozieren? Ich bin nicht derjenige, der mit seiner Tochter rumgemacht hat. Wir sitzen fest. Sie werden gleich hier sein. Lass sie kommen. Also wir müssen offensichtlich da hinten hin. Aber ich wollte mich ja eigentlich mal kurz umgucken. Ich muss sagen, ich mag das nicht, wenn an der Kamera so Regentropfen hängen bleiben und sowas. Weil das halt einfach, ne, dumm ist. So, mein Gesicht ist ja keine Kamera. Da würden ja keine Regentropfen hängen bleiben. Und so runterlaufen. Aber hey, das Spiel ist auch schon was älter. Ich weiß übrigens nicht, ob ich drüber gesprochen habe, aber ich bin dumm. Das hier ist der zweite Teil und nicht der dritte. Der dritte ist tatsächlich The Cartel. Was durchaus sehr kontrovers wohl ist und deshalb auch eigentlich nicht mehr so richtig zu kaufen ist. Ah, ich kann hier Geld ausgeben. Ich wollte kein Geld ausgeben, Freunde. Das ist ein alter Colt, ein Ranger und ein Schnelllader. Ich hätte gerne einen Schnelllader, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meiner Auswahl an Waffen. Ich habe kein Gewehr aktuell. Was kostet ein Gewehr? 460, Junge. Kann ich dich hier einfach abknallen? Nein. Okay. Ich habe ein bisschen Munition gekauft, versehentlicherweise. Das ist eine Sackgasse. Wir suchen einen Weg zwischen den Gebäuden. Ray, gib mir Deckung. Ja, okay. Und jetzt? Kann ich auch irgendwie hochkommen? Nein? Achso, doch da. Na, bin ich auch fett geworden? Du bist dran, Großer. Öffne die Tür. Keine Bewegung, Schlappe. Was zum Teufel ist noch los mit dir, Bruder? Der ist ganz lieb. Der will nur spielen. Entspann dich, Süße. Dann bist du uns gleich wieder los. Neues Geheimnis gefunden. Bitte, tut mir nichts. Hatten wir nicht vor. Hoffe ich. Als nichts. Kannst du sie hierher schaffen? Wir sollten uns ergeben. Er hat zuerst gezogen. Das war Selbstverteidigung. Meinst du, die werden uns glauben? Wenn wir aufgeben, machen die uns einen Kopf kürzer. Halt die Augen offen. Wenn ich wiederkomme, springst du auf. Gib Thomas Deckung. Ich sehe nicht so gut auf die Distanz, Alter. Willst du nach oben fallen, Freund? Mann! Also ich frage mich ja wirklich, ob wir nochmal irgendwann losfahren wollen, ey. Yeah.
Hier geht's nicht mehr so gut. Als ob die uns so hart jagen würden, Alter. Nur weil wir ihren komischen Sheriff, der uns, der auf uns zuerst geschossen hat, kalt gemacht haben, Alter. Schnauze. Schon am Wagen. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Nee, das wollte ich nicht. Rostiger Schnelllader. Gegen rostigen Ranger. Ja, dann nehme ich den Schnelllader erstmal. Wollte ich ja gerne haben. Mist. Beweg dich. Scheiße. Du bist ein Vergiss es, Ray. Steig wieder auf die Kutsche. Wir versuchen es durch die Stadt. Los jetzt. Schnelllader schön, weil er lädt schnell. Los jetzt. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Danke. Hattest du auch einen Schnelllader zufällig? Du, das ist ein rostigen alten Colt. Ja, ich bin doch schon wieder da. Wir warten garantiert schon auf uns. Ja, sehr wahrscheinlich. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier viel mehr gewohnt habe, als die wir schon kalt gemacht haben. Okay, wir machen jetzt mal alles auf. Hier lebt keiner. Bloß nicht langsamer werden. Ich glaube, die Pferde finden das eher so zwei gut. Okay, automatisches Zielen finde ich gar nicht gut, muss ich sagen. Das verwirrt mich echt mehr, als dass es mir hilft. Heilige Scheiße! Halt doch mal den Maul. Wieso verreckt er nicht? Okay, der Schnelllader ist nicht so stark. Ah, okay. Trefft er nicht. Danke, dass du mich einfach runterwirfst. Die Züge. So viele Pferde habe ich noch nie gelenkt. Zwei. Pferde sind genau wie Frauen. Du musst ihnen nur sagen, wo es lang geht. Schwing die Peitsche und brüll vorwärts. Los jetzt! Geh rein. Bin drin. Die warten garantiert schon auf uns. Kann ich mich jetzt hier auf die andere Seite setzen? Nein? Ich kann legitim nichts machen, ne? Den hätte ich total genau getroffen, ja, auf jeden Fall. Aua. Ich kann ihn gerade nicht treffen, ne? Also. Auch ansonsten würde ich ihn halt nicht treffen, aber ich konnte ihn gerade nicht treffen wegen dem Fenster. Das ist ja komplett dumm, Alter. Ja, ist okay. Mal weiter. Los.
Ich hätte gern nur den. Die warten garantiert schon. Also ich hätte gern beide, aber. Okay, ich kann mich ducken, darüber habe ich gerade eben nicht nachgedacht. Den hätte ich nicht getroffen übrigens. Ich schieße jetzt erstmal nur mit einer Waffe. Ich glaube, der erste. Kurz HP regenerieren, bitte. Ich wollte das Pferd gar nicht abknallen. Dummer Gaul. Sie haben aufgegeben. Toll. Warum bin ich eigentlich in der verschissenen Kutsche? Das macht es halt nicht einfacher. Schießen jetzt Kanonen auf uns oder was machen die? Wo auch immer sie die her haben wollen. Was tun diese Arschlöcher da? Ihr Idioten könnt mich mal am Arsch lecken. Was ist passiert? Diese Trottel haben sich selbst den Weg verbaut. Wer mit Dynamit spielt, stirbt durch Dynamit. Lass uns die Pferde nehmen und diese Kiste hier lassen. Okay, dann let's go. Ich übel Kopfschmerzen von dem ganzen Scheiß, ey. Gütiger Himmel, was habt ihr getan? Wir hatten keine andere Wahl. Ihr habt einen US Federal Marshal getötet. Ist euch klar, dass man euch bis ans Ende der Welt jagen wird? Dann gehen wir nach Mexiko. Sonne und Senoritas, wirkt doch gut. Und? Es gibt Gerüchte über einen versteckten Aztekenschatz in den Hügeln außerhalb von Juarez. Aber wir wollten doch unser Land zurückholen. Die Farm wieder aufbauen. Dafür brauchen wir diesen Schatz, Bruder. Ohne Gold bleibt das nur ein Traum. Das hört nie auf, oder? Ihr seid wie tollwütige Hunde, die einander an die Gurgel gehen. Okay, Ray find's nicht so witzig, wenn den Frauen geklaut werden. Herr, wie kann ich meine Brüder dem Teufel entreißen? Gar nicht, Bruder. Wie kann ich sie überzeugen, dass du sie liebst und ihnen vergibst? Auch das gar nicht, Bruder. Nun fliehen wir nach Mexiko. Ray schleppt uns auf die Suche nach einem mythischen Schatz, mit dem er glaubt, unsere Farm wieder aufbauen zu können. Ich muss weiter die Wahrheit predigen. Und versuchen, meinen Brüdern den richtigen Weg zu weisen. Denn letztlich sind wir eine Familie. Okay, Bruder. Wenn du das sagst, dann machen wir weiter. Wir haben nicht so eine hohe Genauigkeit geschafft dieses Mal. War echt nicht so gut. Wie kann ich 18 Minuten 37 gespielt haben, aber nur 14 Minuten aufgenommen? Das ist ja spannend. 50% Pistole. Achso, wir haben eine Pistole, die ich habe. Jo. Jutti, weiter geht's. Neues Geheimnis gefunden. Ja, ui, toll.
Captain River sagt Krieg! Running River versammelt einen Stammesrat, aber schenkt ihm kein Gehör. Ich brauche keinen Rat von Waschweibern, die vergessen haben, wie man kämpft. Du sagst, der Schatz sei verflucht. Ich sage, er gehörte den Alten, den Vorfahren, und er ist eine Quelle der Macht. Es ist unser Volk, dem der Schlüssel zum geheimen Ort geschenkt wurde. Running River will Krieg gegen den Weißen Mann führen und das heilige Medaillon dazu verwenden, Gewehre zu kaufen. Pumas Paw fragt, wer verkauft uns Gewehre? Die Weißen? Vielleicht erschießen sie sich ja gleich selbst. Pumas Paw ist zahnlos und miaut wie ein Kätzchen. Im Süden, wo der Schatz versteckt liegt, gibt es Menschen, die die weißen Kojoten genauso hassen wie wir. Sie werden uns die Waffen verkaufen. Das liegt jenseits der Berge, jenseits des Flusses. Wer nimmt solch eine Reise auf sich? Mein Sohn, Sien Father, er spricht wie seine Mutter die Sprache der Weißen. Mein Sohn, es ist Zeit zu zeigen, dass du einer von uns bist. Indem wir einen Krieg führen, der unserem Volk den Untergang bringt? Sien Father verdient seinen Namen. Vielleicht verdient er auch den Namen Feigling. Niemand, nicht einmal der große Häuptling der Apachen, Running River, nennt mich Feige. Dann beweise dich. Zeige, dass du ein Apache bist. Gut, Vater. Ich reise nach Süden und finde jemanden, der uns Gewehre verkauft. Dann hast du deinen Krieg. Running River hat keinen Respekt gegenüber seinem Schöpfer oder den Älteren. Er will das Medaillon seinem sicheren Versteck entreißen und wird so den Zorn des Schöpfers über sein Volk bringen. Nicht Running River wird Opfer bringen, sondern sein Stamm und sein Sohn. Pumas Paw hat gesprochen. Running River hat gesprochen. Es gibt Krieg. Wie viel Klischee wollen sie in eine Cutscene einbauen? Die Entwickler? Ja. Junge, das war ja schrecklich mit anzusehen. Akt 2. Sie sah aus wie ein Engel. Mexiko. Was für ein gottverlassenes Land. Ray hatte Geschichten über einen Aztekenschatz in den Hügeln um die Grenzstadt Juarez gehört. Man sagt, er sei verflucht, und jene, die ihn suchten, verfielen dem Wahn. Einheimische nennen das den Call of Juarez. Ray glaubte nicht an den Fluch und überzeugte Thomas, mit Hilfe des Schatzes unsere Farm in Georgia wieder aufzubauen und von vorne anzufangen. Das war in der kleinen Cantina von San Lorenzo. Und dort war es auch, dass meine Brüder sie zum ersten Mal sahen. Sie sah aus wie ein Engel. Aber das Aussehen kann täuschen. Ja, das sehen wir aber erst beim nächsten Mal. Mexiko, nahe San Lorenzo, 1866. Gegenwart. Die Aussicht auf den Schatz und schnelles Geld hat einen Haufen Gesindel angelockt. Redest du von uns, kleiner Bruder? Oh Jesus. Der Schatz ist nur ein Märchen. Für gottesfürchtige Leute gibt es nur eine anständige Möglichkeit, reich zu werden. Harte Arbeit und Aufopferung. Anzweifeln, Bruder. Oder man findet einen reichen Sack und drückt ihm die Waffe an die Stirn. Du bist betrunken. Oh, so allmählich. Morgen kaufen wir die Ausrüstung und beginnen mit der Suche. Vor uns liegt eine Menge Arbeit. Jetzt brauche ich nur noch mehr Tequila. Und eine Frau mit möglichst wenig Anstand. Achso, ich dachte mit möglichst großem Busen. Thank you.
zum Teufel ist das? Warum so eilig, kleine Lady? Barboso! Mr. Devlin will dich sehen. Und wenn ich ihn nicht sehen will? Noch heute, Senorita. In seinem Bett, nur mit einem Lächeln bekleidet. Pendejo! Aber er will keine Stute, die nicht eingeritten ist. Vielleicht sollte ich dich also erstmal einreiten und etwas zähmen. Du kleine Hure! Bruder, dich mach ich auch noch kalt, kein Problem. Wir spielen selbstverständlich als Ray weiter, Ray ist viel cooler. Allerdings erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und rein. Bis dahin. Tschüss!